Lisa. Und ich bin Katja. Und wir sind beide Künstlerinnen und Imkerinnen. In unserer Arbeit, künstlerisch, verbinden wir diese Themen und arbeiten seit vielen Jahren jetzt schon zu den Bienen. Zum Beispiel sind Bienenprodukte total spannend. Also Bienen produzieren ja... Die produzieren Wachs, Honig, den kennen wahrscheinlich alle von euch, und Pollen. Und heute beschäftigen wir uns vor allem mit den Pollen. Die Pollen, die sehen nämlich total witzig aus unter dem Mikroskop. Die sehen eigentlich fast aus wie so Coronaviren, wie so zackige, große, verrückte Körper mit so Spitzen dran oder wie so Sterne. Oder manche sehen auch aus wie Tennisbälle. So, und diese Pollenkörner kann man auch kaufen. Es gibt die meistens im Bioladen. Bienen fliegen zu Blüten und besuchen die Blüten und suchen dort ja nach Pollen. Und oft sieht man das, wie sie den an dem Hinterbein transportieren, in sogenannten Pollenhöschen. Genau, und diese Pollenhöschen, die bringen die Bienen dann in den Stock, also in den Bienenkasten. Und die sammeln die Pollen vor allem dafür, damit sie die Babys, also die Bienenbabys, füttern können mit diesen Pollen. Und für die Bienenbabys ist es total wichtig, diese Pollen zu essen, weil in den Pollen Eiweiß ist. Und die Bienen brauchen Eiweiß, das ist ganz wichtig für die Bienen. Und das ist so ein bisschen über uns Menschen, wir brauchen auch Eiweiß. Und wir Menschen, wir essen dann, wenn wir nicht Veganerinnen oder Veganer sind, Eier oder andere eiweißhaltige Produkte. Und die Bienen, die essen quasi die Pollen aus dem ganz tiefen Inneren der Blüte. Vor 8 Jahren haben wir mal ein gigantisches Pollenkorn gebaut. Da konnte man auch reingehen. Und jetzt letztes Jahr haben wir nochmal ein ziemlich großes, nicht ganz so großes Pollenkorn gebaut, das im Körnerpark in Neukölln geschwebt ist. Vielleicht haben das einige von euch ja auch gesehen. Wir haben diese Pollenkörner, also das große Pollinium und das etwas kleinere, das hier im Körnerpark hing, mit so einer ganz bestimmten Technik gebaut, so einer Fädeltechnik. Und das hier, oder sowas, wollen wir heute bauen. Tada! Schwebende Pollenkörper. Ihr braucht Strohhalme. Die gibt es jetzt aus Papier, zum Beispiel bei Rossmann oder DM. Dann braucht ihr eine Schere, um die Strohhalme zu zerteilen. Dann braucht ihr eine Zange und dann braucht ihr Draht. Und dieser Draht, der heißt Blumenwickeldraht. Und es gibt den in so einer glänzend silbernen Variante und so etwas matter. Und wenn du die Wahl hast, dann nimm lieber den glänzenden. Der macht die Finger nämlich nicht schmutzig. Als erstes nehmt ihr euch ein Strohhalm und schneidet den Strohhalm durch. Könnt ihr da schon mehrere vorbereiten. Vielleicht ein paar kleinere Stücke. Der nächste Schritt, dazu braucht ihr die Zange. Elisa erklärt euch mal, was man da genau beachten muss. Wir fangen jetzt mit 3 Strohhalmen an und bauen erstmal ein Dreieck, so als Grundfläche. Und dafür nehme ich den Draht, wickel den schon so ein bisschen ab, möglichst so, dass er gerade wird. Achtung, der Draht kann pieksen, also immer das Ende gut festhalten, sodass er nicht ins Auge flitscht. Und dann fädle ich, wie bei so einer Perlenkette, 3 von den Strohhalmen auf. Und dann ist der Draht ja verformbar und ich kann die beiden Enden von dem Dreieck zusammenführen. Und dann nehme ich die Zange und die hat 2 Klingen und damit kann ich den Draht schneiden. Und jetzt habe ich hier 2 lose Enden und möchte die verbinden. Und dafür greife ich die beiden überkreuzten Drahtstücke mit einem Finger und beginne zu drehen und so den Draht zu verzwirbeln. So ein paar Mal, sodass er sich nicht mehr löst. Und ich mache das immer so, dass ich direkt die Enden abschneide, damit die mich nicht weiter stören. Nicht zu viel, soll ja noch halten. Fertig, ein Dreieck. Als nächstes, wir wollen ja keine 2-dimensionalen Körper bauen, sondern 3-dimensionale Körper. Bauen wir jetzt etwas an dieses Dreieck dran. Dafür nehmen wir uns einen weiteren Strohhalm und da nehme ich einfach mal jetzt einen kleineren. Ich nehme mir wieder Draht
Und ich mache es jetzt mal anders als Elisa. Ich schneide mir den schon mal vorher ab. Das geht auch. Und jetzt wird es interessant. Ich fädel noch einmal durch das Gleiche, durch das schon mal gefädelt wurde. Also ich fädel jetzt hier quasi zum zweiten Mal. Und dadurch ist es möglich, einen Anbau zu machen. Dann fädel ich hier nochmal auf der anderen Seite einen weiteren Strohhalm durch und kann die, genau wie Elisa es eben gemacht hat, wieder verzwirbeln. Ich halte die beiden Enden fest und beginne zu drehen. Und jetzt sieht man, dass mein Dreieck schon zu so einem dreidimensionalen Doppeldreieck geworden ist. Und so können wir jetzt immer weitermachen. Ich baue mal nur einen kurzen an. Und zwar kann ich jetzt an beide Teile einen weiteren Strohhalm anbauen, also an die Ursprungsfläche und an den Anbau, indem ich durch zwei Strohhalme durchfädle. Starte hier, fädle durch und dann geht es einmal so um die Ecke. Ich fädle in den anderen Strohhalm. Manchmal passiert es dann, dass sich der Draht da so zu so einer Schlinge legt. Dann schiebe ich den einfach so in die richtige Richtung. Jetzt kann ich hier zwischen noch einen anbauen und habe einen, so eine richtige, wie so eine Pyramide. Abschneiden. So, und jetzt steht die Figur schon so richtig stabil im Raum. Wenn ich jetzt an dieses witzige dreieckige Objekt, was wir gebaut haben, noch ein weiteres Dreieck anbauen will, ja, ich habe hier noch so ein zweites Dreieck und ich möchte, dass jetzt hier noch ein weiteres Dreieck dran ist, dann kann ich nicht dieses fertige Dreieck anbauen, weil die eine Seite ist ja schon da. Es gibt nicht den Moment, wo zwei Strohhalme nebeneinander sind. Ja, ihr könnt natürlich auch die Papierstrohhalme nehmen. Ich möchte jetzt mal ein Sechseck als Grundfläche noch einmal bauen. Ich halbiere die nochmal. Brauche 6 Stück. Draht abwickeln. Und die sind ein bisschen enger, also ein bisschen weniger dick. Danke, Katja. Und kann wieder zwirbeln. Und da ist ein Sechseck entstanden und das erinnert uns auch an die Form der Bienenwaben. So, wenn die Pollenkörper dann fertig sind, dann sind die ganz leicht. Die bestehen aus ganz viel Luft zwischen den Kanten. Und dann kannst du die aufhängen an einem ganz feinen Faden zum Beispiel. Viel mehr braucht es gar nicht. Und dann bewegen die sich so für sich selbst. Vielleicht möchtest du noch ein paar mehr bauen und so eine Galaxie in dein Zimmer bauen. Ja, was noch wichtig ist, dass du natürlich nicht genau unsere Körper nachbauen musst oder sollst, sondern einfach irgendwelche Körper, die können total verrückt aussehen. Die können größer sein oder kleiner sein oder mehr Ecken und Kanten haben oder weniger. Und falls du noch Fragen hast, kannst du dich bei Young Arts Neukölln melden und dort auch bestimmt andere tolle Workshops finden. Viel Spaß beim Pollenkörper bauen!